So. ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge, wenn ihr wieder nach Home Sweet Home eingeschaltet habt, um wieder einschlafen zu können. Ich finde die Hintergrundmusik echt, ohne Witz, jetzt gerade, ich finde die wirklich beruhigend, so zum, keine Ahnung, zum Einpennen oder so. Ich glaube, hier wird auch nicht viel Spannendes passieren, in den paar Folgen, die ich das aufnehme. Ach, guck mal, wir können hier das ganze Tutorial nochmal durchgehen. Dann gehen wir doch nochmal bis zu dem Punkt. Ja, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Leichte Mahlzeit, Schlaf, Toilette. Wo stand das denn? Hier, warte. Schmutzig kann man in einer Toilette waschen. Eine Windel kann nur von einem Baby tragen werden. Um die Wäsche zu beschleunigen, gibt es Seife. Wo kriege ich denn Seife her? Kaufe eine neue und stecke sie auf das Pony. Ja, aber wo kriege ich denn die Windel her? So, das ist ja das Ding. Ich weiß nicht, wo ich das kaufen soll. so volle Kanone, so BÄM! So gegen die Wand, Alter. Okay. Ja, ihr seht schon, ihr könntet mir ohne Wenn und Aber, könntet ihr mir euer Haustier oder auch eure Kinder, ist ja fast ein und dasselbe, auf jeden Fall anvertrauen. Ihr seht, das wird alles mit rechten Dingen zugehen. Jetzt kann doch nicht sein, wo kann man denn diese doofen Windeln kaufen? Was ist hier? Okay, du sitzt hier halt einfach nur rum. Ja gut, pennen, ja, könnten wir gleich auch wieder. Wir gucken nochmal eben in den Shop da. War auch merkwürdig so. Ne? Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Du kannst mit der auf Toilette gehen, aber sie trägt ja Windeln so, weißt du? Ich meine... Aber hier ist ja nur Essen, so. Da steht ja auch Essen dran. Apfel, Brokkoli... Ne. Okay, warte, dann gehen wir mal weiter. Hier kommen wir nur nicht rein, ne? Was können wir hier machen? Auch noch nichts. Du hast ein schönes Haus. Ach so, warte mal. Aha. Ja, hier können wir nur Gold noch abheben. Ich brauche neue Windeln, Alter. Voll das Hardcore-Game. Voll so fast wie Insanity-Clicker, ey. Geht voll ab. Was? Okay. Mehr können wir hier auch nicht tun, ne? Schade, ich dachte, wir könnten das Pony hier reinstecken und müssten das dann unter Tage so fett arbeiten lassen. Weil wofür schaffen wir uns die ganzen Ponys hier an, ne? Die sollen mal Kohle ran schaffen, so entweder auf dem Strich oder hier in der Mine arbeiten. So eins von beiden, ne? Also. Boah, jetzt könnte ich ja den Spruch bringen, Leben ist kein Ponyhof, aber das ist mir jetzt echt. So. Wo kann ich das jetzt kaufen? Ich verstehe nicht. Hier ist doch sonst auch gar nichts. Hier noch irgendwas übersehen? Sandkasten. Dieses Pony so einfach hinter mir herschleifen kann, ist einfach genial. So. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach... Aber so krasse Auswirkungen hat das bis jetzt nicht mit der Windel, ne? Was ist hier? Achso, können wir auch einfach nur draufsetzen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall pennen. Wir gehen aber vorher nochmal kacken. Wie ich gerade sehe. Ich mag es hier. So. Gehen wir mal wieder schön ein ablassen. Boah, Alter. Dass aus so einem kleinen, süßen, zarten Ding solche Töne erklingen können, das, da bin ich doch sehr erstaunt drüber. So. Toilette ist wieder fresh. Ja, dann legen wir uns nochmal pennen, ne? Wie viel kostet ein neues Pony? Ich bin gerade ein bisschen unterfordert. Da.
Oder war das ein Furz? War das jetzt so ein Seufzer oder ein Furz? 900, Alter. Wie soll ich das denn zusammenkriegen, ey? Oh, das ist bestimmt, da kann man bestimmt auch in-game kann man da Münzen kaufen, ne? Für, keine Ahnung, 20 Euro, 300 Münzen oder so. Würde ich drauf wetten, dass das so ein Spiel ist. Weil an sich das Spiel, ich meine, ist eigentlich auch schon zu teuer gewesen, aber an sich, so wenn du es einzeln kaufst, kostet 2,99. Ich habe es in so einem Bundle gekauft, da habe ich dann quasi, keine Ahnung, 1,30 oder so, sage ich jetzt mal, bezahlt. Hygiene. Ja komm, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal kurz baden. So. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir, weiß nicht, schaukeln oder so. Oder wir können auch mal was anderes machen, ne? Schaukeln kennen wir ja schon. Rutsche kennen wir schon. Wir können aber in den Sandkasten gehen. So. Bisschen sauber. Ab geht's. Was können wir... Irgendwie traurig. Ja, gut, wenn ich schon 2 Tage lang mit vollgeschissener Windel rumlaufen würde, wäre ich jetzt auch nicht so happy. Kann man hier... Hier kann man... In Sandkasten kann man nichts machen. Das ist aber schade. Okay, wir können das Ding ja im Sandkasten lassen und können ja hier quasi abbauen, ne? Und hier können wir gucken, wie es ihm geht. Ja, wie im echten Leben, ne? Wir gehen schuften. Blach ist im Kindergarten quasi. Okay, Blach kriegt aber schon wieder Hunger. Alter, ey, da brauchst du ewig. Obwohl, guck mal, hier kann man irgendein Upgrade machen, ne? Kann man wahrscheinlich schneller abbauen. Das ist ja echt voll der Klickerspiel, ey. Okay, wir müssen mal eben zurück und unsere kleine süße Maus einmal füttern. Weil ich sehe es nämlich schon kommen, ey. Dass mein erstes Pony irgendwie verhungert oder in ihren Fäkalien irgendwie abkackt oder so. Aber wir nehmen mal hier so eine gesunde Gemüsemischung. Hallo? Isst das mal bitte. Hallo? Das ist gesund. Heute ist ein guter Tag. Du musst jetzt schon wieder kacken, ey. Der hat doch noch gar nichts gegessen. Hier, ess erstmal dein Brokkoli auf. Hallo? Isst du das bitte? War sauer so. Ey, Alter. Ach, guck mal. Ey, wieso kann ich denn jetzt auf einmal da draufklicken? Windeln! Windeln! Isst du jetzt erstmal... Du kriegst keinen Nachtisch, wenn du den scheiß Brokkoli nicht aufisst, Alter. Isst das jetzt? Grinz mich nicht so frech an, Fräulein. Na, das ist aber nicht hier. Isst du das bitte auf? Hallo? Nichts liegen lassen? Sonst gibt morgen Regen. Hallo? Ja, ist mir egal. Achso, die war schon voll, ne? Ich glaube, die war schon voll und deswegen muss sie jetzt... Alter, wie schnell die jetzt gewachsen ist. Jetzt braucht die keine Windel mehr, oder was? Nee. Ich kack ab. Jetzt braucht die... Jetzt habe ich endlich gefunden, wo ich die scheiß Windel kaufen kann. Also juckt. Wo ich die scheiß Windel kaufen kann. Und dann braucht die nicht mehr, oder was? Ja, was soll ich sagen, Süße? Du stinkst, ne? Okay, kann ich die denn wieder einsammeln? Kann ich die wieder... Das mit dem Menü ist ein bisschen umständlich. Ich habe das, er hat das gerade nicht angezeigt. Ihr habt das gesehen, ne? Ja, hier können wir noch Lampen und all sowas. Oh, eine goldene. Schick, schick. Noch mehr Betten. Oh. Was bringen so Pflanzen? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Kühlschrank? Achso, da können wir bestimmt Sachen auf Vorrat dann kaufen. Naja, komm, wir gehen jetzt erstmal baden, ey. Du stinke... Stinke Lurch, du. Komm her. Die da einfach hingekotzt. Wie können wir das jetzt wegmachen? Müssen wir auch rausfinden.
Und jetzt auch gleich einfach so krass gewachsen ist. So. Ab rein da. Ja, da kann die jetzt erstmal drin bleiben und wir gucken mal, wie wir die Kotze da wegkriegen. Ich glaube, das ist nicht so geil, wenn er da liegen bleibt. Oh. Ab in den Himmel. Das war eigentlich ein Witz, aber ich glaube, das war richtig. Gut. Haben wir das auch geklärt? Hallo, süße Maus. Was machen wir jetzt? Wir gehen eine Runde kacken. Und dann muss sie auf jeden Fall bespaßt werden. Hey, wieso ist denn die Hygiene auf 6? Ich hab die doch gerade in die Wanne gesteckt. Hast du dich nicht sauber gemacht, Fräulein? So. Nur wer sauber ist, darf jetzt auch im Garten spielen gehen. Um danach direkt wieder baden zu müssen. Ja. So, dann gehen wir mal hier. Diese Lacht. So, zacki zacki, haben wir direkt wieder auf 10. So, sollen wir die mal hier ein bisschen hängen lassen, oder? Oder wir lassen sie im Sandkasten, weil wir müssen auf jeden Fall Kohle ran schaffen. Wir lassen sie mal hier ein bisschen planschen. Ja. Das macht sie auch schön von alleine. Da braucht sie halt nicht wie bei der Schaukel irgendwie, dass jemand sie anstößt oder so. Dann gucken wir mal, dass wir so viel Kohle wie möglich jetzt... ich würde das gerne upgraden, einmal auf 200. Ah, die muss schon wieder pennen, ey. Da müssen wir so ein bisschen beeilen. Das ist gerade so gemein. Wir haben jetzt fast 1 Uhr nachts. Ich habe mega Hunger. Und dann gibt es so fiese Leute, die einem dann einfach mal so Essensbilder schicken. Wenn ihr in der Nähe von mir wohnt, solltet ihr sowas nicht tun. Dann werde ich vielleicht dann einfach mal spontan nachts zu euch rumfahren und anklingeln, wenn ihr mir sowas schickt. Das dauert so ewig. Also, das mache ich hardcore. Ihr hört das wahrscheinlich jetzt auch nicht so. Warte. Ah, scheiße, ey. Die Maus, verschiebt sich dann natürlich auch wieder so. Da habe ich da auch wieder nichts bei gewonnen. Wenn ich dann so schnell klicke. Ja. Sonst läuft ganz gut soweit. Außer, dass ich anscheinend mit meinem Leben nichts anzufangen weiß. Sonst würde ich Freitagnachts nicht zu Hause sitzen und Joy Pony spielen. Okay, wir ziehen das jetzt bis 200 durch, ist mir egal. Weil sonst geht es unserem Pony ja ganz gut. Hat zwar ein bisschen Hunger und wird langsam müde. Scheiße, ich glaube, wir schaffen das wieder nicht, ey. Okay. Mist, okay. Wir legen es jetzt mal kurz hin zum Schlafen. Oh, ist auch gar nicht mehr im Pool drin. Warum? So im echten Leben einfach mal so alleine lassen im Pool, weißt du? Er trinkt das nachher, ey. So. Ich bin gespannt, wie das läuft, wenn wir das zweite Pony haben. Ich meine, wir haben ja unten nur diese eine Leiste, ne? Aber nicht jedes Pony hat doch dann im gleichen Moment so die gleichen Bedürfnisse. So kann ja nicht sein. Wie haben die das denn gelöst, bitte? Vielleicht werden es wir noch erfahren. So. Spannend. Wir müssen erstmal die 200 hier Upgrade erreichen.
Wieso? Der nicht oder was? Hallo? Oh, scheiße. Habe ich aus dem Spiel geklickt. So. Wieso steht das immer noch auf 5? Der müsste der auch eigentlich pennen. Hallo? Was machst du denn da? Okay, ich warte hier und warte, bis du schläfst, okay? Okay. Ich glaube, jetzt können wir gehen. Ich glaube, wir durften tatsächlich nicht gehen, bevor unser Pony nicht pennt. Und deswegen ist es aus dem Bett gefallen. Finde ich auch schon wieder irgendwie süß gemacht. Was kriegen wir jetzt? 6? Boah, okay, alles klar, das ist schon cool. Ohne Scheiß jetzt. Von 2 Münzen auf 6 Münzen Abbau ist schon cool. Ich hatte nämlich jetzt die Befürchtung, dass wir irgendwie so ein Mini-Upgrade von einer Münze kriegen oder so. Aber 6 ist gut. So. Bock, wieder so aus dem Bett, ey. Bock. Was brauchst du denn jetzt? Oh. Wie geil, dass du über den Boden slidet, ey. Alter, ey. Oh, ob das so gedacht ist, ey, dass das so lustig sein soll, irgendwie. Ich weiß nicht, ey. Fuck. Fuck. ach so, erstmal auf Klo. Okay. Und dann müssen wir was zu essen holen. Diese Kackgeräusche, ey. Super geil einfach. Okay. So, dann schenke ich die erstmal wieder im Pool, dann kriegt sie was zu essen und dann gehe ich weiter abbauen. Aber ich finde es... Ach, Mann, ey. Ich hatte echt gehofft, dass das so ein bisschen mehr Inhalt hat, das Spiel. Wirklich so Missionen irgendwie abschließen. Ich hatte es gehofft. Sehr, sehr schade, ey. Weil so, ja... So. Ach, guck mal, ich habe ja auch noch Möhrchen. Stimmt, hier. Ist mal. Erst die gesunden Möhrchen. Das reicht schon. 8 reicht erstmal. Ja, ich glaube, ich mache dann auch hier erstmal wieder Folgenpause. Boah, das würde ja ewig dauern. Das würde ja ewig dauern. Man sieht meine Öche gar nicht, ne? Die fallen immer nach unten so. Das würde ja ewig, ewig dauern. Bis wir die 900 dann voll haben und uns ein zweites Pony kaufen, dass das so ein bisschen mehr Action reinkommt, im Sinne von, dass wir uns halt organisatorisch hier einfach so ein bisschen besser aufstellen müssen. Da bräuchten wir mit Sicherheit noch 2, 3 Folgen für. Aber gut, vielleicht, sagt ihr auch, okay, so zum Einpennen finde ich das ziemlich cool so. Entspannend. Dann spiele ich das auch gerne weiter. Gar kein Problem. Cool wäre eigentlich auch noch, wenn man hier so draufklicken könnte irgendwie. Und dann direkt zum Pony springen könnte, ne? Das wäre auch ganz praktisch. Das Problem ist, wenn wir hier so keine Mission haben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch denn die ganze Zeit erzählen soll auch. Schon alleine jetzt auf den Upgrade von 400 so, das wird jetzt echt eine Weile dauern, ne? So, gucken mal, was unsere süße Maus macht. Die hängt einfach mal so ein bisschen rum, alles klar. Sonst geht's ja gut, ne? Bisschen Hunger, ja. Okay.
könnten. Ich wollte gerade eigentlich die Folge schon beenden, ne? Boah, ist das schlimm, dass so ein Spiel einen dann doch irgendwo fesseln kann, weil man dann die 400 erreichen will, um wieder abzugraden. So. Ja, pennen gehen brauchen wir eigentlich noch nicht, ne? Wir können ja eigentlich nochmal reinpacken. So, dann aber jetzt Folgenpause und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.